Hallo ihr Lieben, im letzten Video zum selbstgemachten nahen Brot habe ich euch versprochen, dass es dazu auch ein Hauptgericht geben wird. Ja, und das ist heute der Fall. Denn wir machen einen indischen Klassiker und zwar zartes Butterhühnchen. An Zutaten brauchen wir zum Beispiel Hühnerbrust oder auch ausgelöste Oberkeulen, die sind nämlich besonders zart. Außerdem griechisches Joghurt, eine rote Zwiebel, verschiedene Gewürze. Hier habe ich noch meine Knoblauchkräuterpaste, Zitronensaft und Ingwer. Außerdem Tomatensauce und Sahne, Koriander oder auch Petersilie, verschiedene Kräuter, Butter, Ingwer und Knoblauchkräuterpaste. Im ersten Schritt schneidet ihr das Fleisch einfach in mundgerechte Stücke. Danach schält ihr den Ingwer am besten mit einem kleinen Löffel und reibt ihn möglichst fein. Den Ingwer brauchen wir sowohl für die Marinade als auch für die Soße und mit der Marinade geht es jetzt gleich weiter. Zum Joghurt kommt jetzt der Ingwer dazu, Knoblauchkräuterpaste und die verschiedenen Gewürze. Sorgfältig verrühren und das Fleisch darin marinieren, mindestens für eine Stunde, am besten aber über Nacht. Während das Fleisch mariniert, könnt ihr zum Beispiel das selbstgemachte Naanbrot zubereiten und wie das funktioniert, habe ich euch im letzten Video gezeigt. Einen Link dazu werdet ihr natürlich überall finden. Das fertig marinierte Fleisch wird jetzt bei etwas stärkerer Hitze, bei mir ist es Stufe 7 von 9, in einer Pfanne mit etwas Öl scharf angebraten und da gebt ihr das Fleisch nicht auf einmal hinein, sondern am besten in zwei Touren. Das Fleisch sollte nicht ganz durch sein, weil es später sowieso in der Soße noch köchelt, sonst wird es zu trocken, also nehmt es rechtzeitig heraus. Wenn ihr das Fleisch herausgenommen habt, gebt ihr ca. 30 bis 50 ml Wasser in die Pfanne und köchelt dieses kurz mit, um den Bratenrückstand aufzuweichen. Wenn keine dunklen Stellen mehr am Pfannenboden zu erkennen sind, könnt ihr die Butter hineingeben, lasst sie kurz schmelzen und dann folgt auch schon die Zwiebel. Diese wird kurz angeschwitzt, wie auch der Ingwer, die Knoblauchkräuterpaste und die verschiedenen Gewürze. Jetzt löscht ihr alles mit der Tomatensauce und der Sahne ab. Jetzt wird das Ganze erstmal aufgekocht, danach reduziert ihr die Hitze, bei mir ist das Stufe 5 von 9 und fügt das Hühnchen hinzu. Dieses darf jetzt auf mittlerer Stufe und ohne Deckel ca. 5 Minuten lang leicht köcheln. Dadurch bekommt die Soße noch ein bisschen Sämigkeit und das Hühnchen wird einfach perfekt zart. Zum Schluss gebt ihr noch etwas klein geschnittenen Koriander oder Petersilie dazu und falls notwendig könnt ihr jetzt nachwürzen. Ich habe Zucker, Pfeffer und Salz zusammen mit den anderen Gewürzen schon hinzugefügt und für uns sind diese Mengenangaben perfekt. Also ich muss nie nachwürzen, aber schmeckt einfach ab und schaut, ob es für euch passt. Der Zucker ist übrigens dazu da, um die Säure im Gericht ein bisschen abzumildern und er rundet einfach den Geschmack ab. Man kann dazu auch Reis servieren, aber ich habe mich so in diese Kombination mit dem Naan verliebt, dass ich davon immer eine ziemlich große Menge mache und das Brot einfriere. Und wenn ich dann Butterhühnchen zubereite, habe ich auch immer das passende Fladenbrot zur Hand. Weil bei uns immer Kinder mitessen, verwende ich relativ wenig Schärfe. Ihr könnt das Ganze natürlich anpassen, aber so wie es jetzt ist, schmeckt es meinen Kindern auch richtig gut. Und das freut mich natürlich als Mama, wenn ich was zubereite, was wirklich die ganze Familie essen kann. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.